Hast du Schwester? Nee. Du bist echt sympathisch. Dankeschön. Danke. Wow, Leute, seit neuestem wieder ein Teamherz. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Benim yayınımdan. Leute, soll ich einmal ein Live machen, wo ich nur Türkisch rede? Ich will mal schauen, wie viele Türken einfach in meinem Live eigentlich sind. Natürlich beantworte ich euch eure Fragen dann auf Deutsch, wenn deutsche Fragen da kommen. Aber ich glaube, ich muss das mal durchziehen. Bekar mısın? Bekarsam olmasam da yani. How old are you? I am 18 years old. Leute, wie alt seid ihr eigentlich alle? Ich will mal wissen, wie alt meine Zuschauer sind. Weil ich weiß nie, was für ein Content ich eigentlich machen soll. Wisst ihr? Also vor allem auf TikTok. Ich bin mir so unsicher, weil muss ich so über 50 Jahre lustige Videos posten oder kann ich so lustige wie unlustige Videos posten, was lustig wird für die Jugendlichen? Ich weiß es aber nicht. Ne, das sind schon die Türkei. Germany. I am in Germany. Wie könnten deine Eltern sein, so alt sind wir? Also ich glaube nicht, weil du hast ohne Punkt und Komma und Großbuchstaben ist bei dir nicht vorhanden. Ich glaube, du bist sogar jünger als ich. 25. Ups. Ja, ich weiß halt nicht. Also ich bin mir halt gar nicht sicher, wie alt meine Zuschauer sind. 20. Okay. Ist jemand 18 oder 19? Aber Leute, ich kann ja jetzt so eine Umfrage machen, oder? Ich mache jetzt eine Umfrage, damit ich das einfach habe. Ist es Textabstimmung? Ja, genau. Also, wie alt bist du? Dann Option A, unter 18. 18 bis 20 machen wir mal. Und über 20. Ich will noch gar nicht mehr wissen. Dauer 5 Minuten. Machen wir mal. Zieh deinen Content durch. Ja, aber ich weiß immer noch nicht, was hier, wie ich meinen Content machen soll. Das ist die Frage. Also irgendwie, ich komme irgendwie nicht. Also, keine Ahnung. Ich kann das irgendwie nicht. Leute, ihr könnt hier jetzt abstimmen. Ich bin nicht Araberin, ich bin Türkin. Türkin. Çiçek, das heißt Çiçek. Ja, was interessiert dich denn? Über was redest du gerne? Ich rede gerne über Schminke, Leute. Ich will auch mal bald ein Schminktutorial posten, aber wann ist die Frage? Aber vielleicht auch morgen, Leute. Aber ich weiß halt nicht, wie. Soll ich einfach schon vorab filmen? So mäßig, ich filme das einfach und dann schneide ich es zu und dann auf TikTok posten oder direkt auf TikTok und dann einfach mit so Musik nebenbei Musik laufen lassen und ohne reden einfach so die Produkte zeigen und so. Aber keine Ahnung, Leute. Wie alt bist du? Ich bin 18. Ach krass, das ist ganz unterschiedlich. Okay, die Mehrheit ist unter 18. Das ist ja ganz. Leute, könnt ihr bitte abstimmen? Einfach aus reiner Interesse von mir an euch. Also, ja. Die schminken und dann ein Voice-Over machen.
Also soll ich in dem Video quasi nicht reden und... Ja, und dann einfach denken. Aber, keine Ahnung, also Voice-Over, ich weiß nicht ganz. Machst du wie die Trends, so Blush-Ranking oder neueste DM-Sachen, you know? Boah, neueste DM-Sachen, ich wäre King, weil ich weiß direkt, was neu ist und was nicht. Zum Beispiel gibt es zur Zeit von Balea ist es so ein Haarstick, der ist neu. In Pink, so ein Haargel-Stick, wisst ihr, das ist neu rausgekommen. Und der wird auch schnell ausverkauft. Einfach so ein, genau dieser Wax-Stick, keine Ahnung, Wax-Stick. Leute, der ist, ja, also der ist bei mir neu. Ich weiß nicht, ob der jetzt neu ist, aber der ist neu. Weil ich habe heute gearbeitet und ich arbeite im DM. Das ist eigentlich, ich bekomme mein Gehalt von dort. Und lass mein Gehalt auch dort liegen. Und es ist wirklich jeden Monat so. Ja, aus welcher Stadt kommst du? Ich komme aus Nähe Basel. Ach Leute, wie arbeitet man in DM? Im DM arbeiten. Also ich mache gerade dort einen Nebenjob.